So Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute erkläre ich euch oder ich zeige euch einmal, wie ihr euren Twitch-Account mit euren EA-Account verbinden könnt. Dann sage ich euch, warum ihr überhaupt euren EA-Account mit einem Twitch-Account verbinden solltet oder wir fangen damit an. Bevor wir aber überhaupt mit irgendwas reinstarten, Jungs, lasst gerne ein Like da, 1000 Likes sind drin. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, Road to 50.000 Abonnenten in diesem Jahr oder bis zur Totti-Zeit, haben wir ja gesagt. Wird schwer, aber ist machbar. Pusht euch, lasst gerne ein Abo da und dann würde ich sagen, gehen wir kurz wieder in die Draft-Packs rein, Jungs. Tag 3, dritte Draft-Belohnungen. Seht selber. Es ist wieder soweit, Freunde. Dritter Tag, dritter Food Draft. Wenn ich jetzt wieder 2,25er bekomme, entschuldigt auch für die Belichtung. Es ist gerade, ja, 2 Uhr glatt in der Nacht. Ich komme vom Training. Sehe auch ziemlich, ja, müde aus. Bin auch müde. Ich wollte eben die Draft Rewards mit euch öffnen. Ich komme angeflogen. Wenn jetzt 2,25er kommen, vorbei. Bitte nicht. Das ist gerade wichtiger als alles andere. Wir gehen rein. Wenn ja, 7-mal hintereinander 25k Picks beim Food Draft Win bekommen. Das ist Teil 3 der Folge, wie macht man Verlust mit Paints. Das ist ja die dritte Folge mittlerweile, Jungs. Deswegen lasst gerne mal ein Like, da gab es so noch nicht auf YouTube. Würde mich deswegen freuen, wenn ihr mit den Likes eskaliert. Und ich bin sogar am überlegen, es ist Real Talk, einen neuen Account zu erstellen. Es ist Real Talk. Ich scheiß dann hier auf die 2,5 Millionen, die auf dem Account sind. Und erstelle einfach einen neuen Account. Weil das kann es wirklich nicht sein, das sage ich euch ehrlich. Dass ich immer noch mein bester Spieler im 50k-Spieler ist. Mittlerweile 15 Foodcraft Wins, kein Walkout gezogen, außer einmal Lori. Es kann's nicht sein, ich kann nicht Rage, mein Vater pennt. Immer durchgefahren! Ich kann nicht mehr, wir gehen rein ins Video. Was, Jungs, ihr seht es doch. Ihr seht es doch selber, ich verarsche euch doch nicht. Traurig. Morgen Teil 4 der Draft-Belohnung. Wie macht man Verlust? Die Folge mit Paints. Jungs, gerne morgen wieder einschalten. Aber wir gehen jetzt erstmal in FIFA rein. Es gab gerade ein Update, 2 GB. Hoffen wir nicht, dass es wieder ein komplett neues Gameplay ist. Hoffen wir es nicht. 1 Million Coins haben wir auf der Uhr. Und dann würde ich sagen, gehen wir kurz auf die neuen Sachen ein, die gestern Abend noch rauskamen. Und zwar haben wir FIFA Globals Series. Erstmal kann man hier 2 Spieler-Token eintauschen, man bekommt ein 7k-Pack, dann 3 Stück, 20k-Pack, 4 Megapack, bedeutet 35k-Pack und 5 Stück, 100k-Pack. Insgesamt, wartet, wir gehen dafür einmal rüber auf Google, oder auf EA besser gesagt. Insgesamt bekommt man, hier stand es irgendwo gerade, 10 Tokens. Es gibt 10 Spieler-Token, die in der ersten Swap-Version verdient werden können. Details zu 2 werden später im Jahr veröffentlicht. Also es wird 2 FIFA Global Series Swaps geben. Das ist so das erste. 10 Tokens werden verteilt. Also man kann sich 200k-Packs kostenlos abholen. Ich will gar nicht so viel darüber reden. Ich habe schon meine Abo-Box gesehen. Grüße an alle YouTuber, die haben schon alle ein Video dazu rausgehauen. Aber ich will euch zeigen heute, Freunde, wie man seinen Twitch-Account verbinden kann. Einmal müsst ihr einmal das hier eingeben. Und zwar, wir können es mal zusammen eingeben, www.ea.com, Twitch, Link, King, könnt ihr gerne abschreiben und dann absenden. Ich hatte mein EA-Konto schon verbunden, habe es gerade extra entfernt, damit wir es zusammen machen können. Hier steht dann einmal meine E-Mail-Adresse und mein Passwort. Meine E-Mail-Adresse zensiere ich euch am besten mal. Dann gehen wir auf Weiter. Dann, ja, bekomme ich einen Sicherheitscode auf meiner Handynummer einmal gesendet. Und jetzt seht ihr, hoppla, da ist etwas schiefgelaufen, weil wie gesagt, ich bin schon verbunden mit meinem Twitch-Account, wie ihr es auch checken könnt, ob ihr verbunden seid. Es kann sein, dass auch bei euch steht, hoppla, da ist etwas schiefgelaufen, obwohl ihr noch gar nicht verbunden seid. Aber wie ihr es dann checken könnt, ihr geht auf euren Twitch-Kanal hier rechts, ihr geht unter Einstellungen, dann steht hier Verbindungen. Und dann könnt ihr hier unten sehen und seht, Electronic Arts ist ja EA, seit 14 Minuten verbunden. Und dann seid ihr verbunden und das war's, also das müsst ihr machen. Wenn dann der Stream kommt, der Stream beginnt am Freitag, glaube ich, am 30. Das können wir jetzt auch nochmal kurz durchlesen. Hier steht, sie können mit dem Sammeln von, ja, FGS-Spieler-Token Gegenständen beginnen, indem sie sich am 29. Oktober um 19.00 Uhr .tv/EA Sports FIFA, das hier gerne merken, Freunde, auf die FIFA 21 Challenge, ja, einstellen. Das ist eine dumme Übersetzung, aber einfach anschauen den Stream, ihr könnt es nebenbei laufen lassen. Geht von mir aus was anderes machen, werde ich genauso machen, ich werde mir den Stream jetzt nicht anschauen. Wenn ihr euch mindestens 60 Minuten den Stream angeschaut habt oder einfach laufen gelassen habt, bekommt ihr dann einen Token schon mal und so wird es dann immer ablaufen, immer wenn ihr EA streamt, Stream nebenbei anmachen und so könnt ihr euch die Tokens sammeln für die ganzen Packs. Also ich glaube, jetzt müsst ihr wissen, wie man seinen Account verbindet und wie es geht. Hier nochmal wichtig zu sagen, bevor ihr dann alle unter Schock steht, ey, wenn ich mich verbinden will, steht da hoppla, da ist etwas schief gelaufen. Es kann trotzdem sein, dass ihr dann verbunden seid, wie bei mir. In dem Fall geht einfach unter Einstellungen, Verbindungen und checkt es dann nochmal selber. So viel erstmal dazu, zu diesem neuen, ich sag mal nicht Event, aber das ist so, wir wollen Zuschauer haben, ohne dass uns überhaupt einer gucken will. Wie zwingen wir die Leute, uns zu schauen? So ungefähr.
Ja, hat die EA gut geregelt. Nun gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns einmal um 19 Uhr wieder. Die Champions League SBCs kommen. Ich bin gespannt, was für Champions League SBCs kommen. Ich setze jetzt kurz einen Cut. Wir haben es gerade 15 Uhr. Wir sehen uns in 3,5 Stunden wieder. Für euch eine Sekunde. Bis gleich. Okay, Freunde, wir haben es 19 Uhr. Bevor wir uns das anschauen, kurz meine Transferliste, kurzer RTG-Update, wie jeden Tag, ihr kennt es ja. Gold 3 habe ich doch noch abgeholt in der Weekend League. Ich habe euch gesagt, nehmt euch einen Müller mit. Wird in Zukunft sehr wichtig sein. Habe ich mir für 23.000 mitgenommen. Stelle ihn in der Zwischenzeit UV rein und er hat sich UV für 31.000 verkauft. Ist nach EA-Tax ein Gewinn von 7.000 Coins. Depay für 87 mitgenommen. Nein, Golan haben wir hier einmal, zweimal ja, Verlust gemacht, sage ich euch ganz ehrlich. Telles für 109 gekauft. 119 weg, ist okay. Und Dariola war ein UV-Verkauf. Dann tun wir alles wieder reinstellen. So, gutes Deutsch. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was ist denn rausgekommen. Champions League Time. Bayern und Inter sind gerade schon am Spielen. Ich glaube mal, ihr schaut das Video, oder was heißt das Video? Ihr schaut euch die Spiele gerade auch bestimmt alle auf The Zone oder Sky an. Ich habe auch gerade nebenbei hier, ich darf nicht viel zeigen, Sky offen am Handy und schau mir die Konferenz an. UEFA Topspiele ist gekommen, Freunde, aber ansonsten wieder keine Champions League Upgrade SBCs. Die wurden doch letzte Woche geleakt. Ich verstehe es nicht. Wir haben hier einmal ja, City gegen Marseille und einmal Juve gegen Barca. Die Anforderungen scheinen okay zu sein. Jetzt kein Fail wie letzte Woche. Aber wir haben keine UCL Upgrade SBCs. Wenn sie morgen nicht kommen, dann vielleicht haben sie sie auch wieder rausgenommen. Ich weiß es nicht. Okay, die erste SBC haben wir so abgeschlossen, Freunde. Wir haben hier einmal Vietto. Dann haben wir Gignac. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ikone. Letalek. Oder wie ausspricht mit Nsonsi, Bakayoko, Oliveira, Burn, Stones, Pavard und Areola. Alle aus dem Verein, wir können es so absenden, tschüss. Ja, wir haben nichts bezahlt, weil wie gesagt, alles aus dem Verein. Die SBC-Lösungen sind jetzt auch nicht die schwierigsten, Jungs. Die bekommt ihr auch alle zu Hause hin. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt Juve Barca fertig machen. Und dann öffnen wir mal die Packs. Okay, zweite Lösung. Wir können es hier einmal durchgehen. Könnt ihr euch gerne abschauen. Macht gerne Stopp. Wieder alles aus dem Verein gebaut. Ihr müsst es eigentlich nicht mal nachbauen, Freunde. Ihr könnt einfach von zu Hause aus die SBC selber zusammenbauen. Okay, dann würde ich sagen, öffnen wir jetzt die Packs. Fertig, UCL Top-Partien. Dann haben wir noch eine SBC bekommen. Habe ich gerade auf Twitter gelesen. Talisca hier. Ich habe sie komplett übersehen. Zeig mal her. Wir haben hier einmal Anderson Talisca mit 4-4, 87 Pace, 84 Schießen. Alter, die Karte sieht sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. 4-4 schmeckt auch. Was muss man dafür abgeben? Ich könnte sie aus dem Verein machen, aber so gut, sage ich mal, finde ich sie jetzt auch nicht. Die Liga ist jetzt auch, ja, die Nation ist okay. Brasilien kann man linken. 90 Beweglichkeit, wie groß ist denn? Ist denn nicht 1,90 richtig? Ja, sieht gut aus. Also kann man sich überlegen, mitzunehmen, wenn man Bock drauf hat. Aber ich werde mir ihn, glaube ich, jetzt nicht mitnehmen, weil ich auch nicht wüsste, wie ich ihn einbauen will. Und ich will, wie gesagt, dieses Jahr so wenig wie möglich an Spieler-SBCs bauen. Ich warte auf die eigenen SBCs. Ich habe extrem viel im Verein, was High-Rated-Stuff angeht. Aber darauf, wie gesagt, warte ich noch auf die, ja, eigenen SBCs. Jetzt will ich erstmal einen Walkout über 50k ziehen. Bitte, ey. Nochmal hoffen. 3 Packs. Erstes Pack, schon mal nichts. Fahren wir durch? Wir fahren nicht durch. Jungs, mein Account ist kaputt. Das ist auch bestätigt. Das ist bestätigte Sache. Ich könnte die EA anrufen und die würden mir sagen, ey, Paints, dein Account ist kaputt. Okay, weiter geht's mit seltene gemischte Spielerset. Komm schon. Bitte. Walkout. Och man, Digga, das kann's nicht sein. Haben wir denn keine Walkouts in den Packs? Ich verstehe es nicht. Wer ist das denn jetzt? Ja, immerhin 10k, aber trotzdem. Ich will einmal wieder in mein Leben einen Walkout ziehen. Das war's dann auch wieder komplett. Dann können wir abstoßen. Nacho Fernandes geht jetzt vielleicht ja, für 1000 Münzen. Und der Rest kommt einfach in den Verein für kommende SBCs. Egal, 10.000 Coins haben oder nicht haben, Freunde. Letztes Pack, Premium Goldspieler Pack, ist eh kein Walkout. Ja, das ist krank, wirklich. Es ist sehr, sehr krass. Aber nun gut, hier fahren wir auch wieder nicht durch. Geile Packs, UCL Top-Partien. Na, steh ich auf. Geile Sache, ey. Mehr davon. Das soll es dann erstmal vom Video gewesen sein. Heute mal ein etwas kürzeres Video, was man sich ganz kurz nebenbei, sage ich mal, anschauen kann. Geht jetzt gerne in die Champions League gucken, genießt es. Ich bin erstmal raus. Wir sehen uns morgen wieder. Ja doch, morgen wieder, Jungs. Haut da rein, bis morgen und ciao, ciao.